Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein schwieriger Fall ist heute zu entscheiden. Wie weit darf ein Spaß gehen? Was ist humorig und was aber schon moralisch? Den jugendlichen Angeklagten sind dergleichen Fragen natürlich wurscht. Dem gestrengen Herrn Richter weniger und schon gleich gar nicht dem genauen Herrn Staatsanwalt. Es sind gegeben die Tatbestände eines Vergehens der Sachbeschädigung, der leichten Körperverletzung sowie je ein Vergehen der nächtlichen Ruhestörung und der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Haben wir's? Na, eine ganz schöne Liste. Das waren wahre Heldentaten, auf die könnt ihr stolz sein, nicht? Ihre werten Eltern, die werden Mordsfreude haben mit ihrem hoffnungsvollen Nachwuchs, nicht? Einen Mistwagen auf ein Hausdach hinauf praktizieren. Ruhe da hinten und dann noch einen Kamin verstopfen und zumachen. Oh, das kann ich gar nicht so arg lustig finden. Wir waren ein paar Stück in dem Rauch. Da hat nicht mehr viel gefällt. Meine Bayerin drückt heute noch den Husten. Das ist wahr. Seitdem habe ich einen Husten. Und eine Beleidigung ist auch. Also nach mehr oder weniger bewährtem Rezept, der freundliche Vorschlag, ein offenes Geständnis, ein mildes Urteil. Aber nicht zu mild, Herr Rat. Ein Schadens- und Bußgeld von 500 Mark verlange ich mindestens. Für das bisschen Gaudi, 500 Mark. Der spinnt noch. Gut, dann ein Jahr Zuchthaus, ein ganzes Jahr, Herr Rat. Von Zuchthaus Viehbeck ist überhaupt noch nicht die Rede, außerdem ist es meine Sache. So, mein lieber junger Herr Kottmeier. Jetzt bin ich gespannt, was Ihr Herr Vater dazu sagt. Der sagt nix. Er sagt nix. Okay. Den freut's womöglich noch, hä? Und schon sei. So, und warum, Ruhe, und warum, das wäre jetzt die Frage, freut es ihn, wenn sein missratener Sprössling dem Viehböck von Unterrossing einen Mistwagen aufs Dach hinauf praktiziert, hä? Ist er mit dem übers Kreuz, möchte er besonders ärgern? Jawohl, jetzt haben Sie es gesagt. Der alte Kuppmeier möchte mich ärgern, weil ich nämlich im Gemeinderat alleweil Nein sag. Ja, ja, noch alleweil Nein sagen, das ist grundsätzlich auch ein Grund zum Ärgern. Aber genauer, jetzt möchte ich wissen von Ihnen, warum freut sich Ihr Vater? Ja, mei, so halt. Wenn ich für jedes, ja, mei, so halt, dass ich hier zu hören kriege, ein Margel bekommen hätte, dann könnte ich mich schon längst wunderbar zur Ruhe setzen. Ja, mei, sowas freut halt an jeden, nicht? Ja, dann müsst ihr mich auch freuen. Zumindest wenn ich's höre, das freut mich aber gar nicht. Das ist etwas Lustiges. Er fuhr der Mist auf Dachin. Wie heißt das? Er fuhr der Mist auf Dachin? Jawohl. Er fuhr der Mist, einer aufs Dach aufsitzen, ohne dass jemand spannt. Ganz heimlich bei der Nacht. Das ist etwas ganz Lustiges. Ja. Da haben sie unsere Großvater schon gelacht über den Spaß. Ja, sauberer Spaß. Ein Schand ist das, Herr Rat, eine Mordschand. Und eine Sauerei dazu, mir blockt heute nur der Husten. Hm. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Das wer keinen Spaß vertragt, soll es mei halten. Jawohl. Was darf der sagen? Meine Bayerin darf der es mei bieten da herin. Sie, Herr Rat, das tue ich die Feine nicht, gell? Jetzt verlange ich 600 Mark. Ruhe, Ruhe, hier darf man nichts bieten und nichts tun und nichts verlangen. Hier geht es um die Frage, ob dieses bewusste Mist auf Daching, wie der Angeklagte sagt, ein Mordspaß ist oder wie Sie behaupten, eine Mordschand. Was ist es eigentlich? Ja, ein Schand und ein Schand ist es nicht. Da brauchst du ja einen ganzen Tag, bis das fuhr, der Mist wieder herunter ist. Und ein paar hundert Dachplatten sind auch kaputt. Und ein Haxen kannst du ja auch eins brechen. Ja, ja, und ich muss nur die Rauchvergiftung dazu. Zwingst den Zug mal an den Kamin, das darf nicht vergessen werden, Herr Rat. Ja. Jetzt bleiben wir erst einmal bei dem Mist auf dem Dach da, nicht wahr? Und bei der Frage, ob das eine Schande ist oder ein Mordspaß. Moment einmal.
Wie kommt jetzt so ein Fuder Mist überhaupt so auf ein Hausdach auf? Ha? Und das ganz stark. Ohne dass jemand munter wird. Ganz stark und heimlich. Nicht einmal der Hund hat bellt. Das kann doch nicht ganz mit rechten Dingen zugehen, oder? Nicht einmal der Hund. Ja, so einen tiefen Schlaf haben sie am Vieh bekommen. Ich lumpen es. Was warst du, Lumpen? Ein lustiger Bursch ist nur lang ein Lump. Aber was taug ich nicht gescheit? Na, Grutzi, Wusi. Ein bisschen Spaß wird noch denen schnell erlaubt sein, oder? Aber keine Verbrechen. Und einen anständigen Hauswesen einen Kamin zu machen, das ist ein Verbrechen, gell? Und ein Kamin? Nein, ist dieser Arbeit gewesen. Der Husten ist außerordentlich eindrucksvoll, ja. Gell? Aber beim Kamin bzw. beim Rauch sind wir noch nicht, sondern erst beim Mist. Es ist doch gar nicht wert, dass man drüber redet. Das ist ein alter Brauch und dieser Gaudi. Das hat mich niemand umgezeigt bis jetzt. Ja, der Fiebig hat es aber angezeigt. Ja, der. Und so alt kann der Brauch eigentlich gar nicht sein. Nicht? Ich bin ja schon etliche Jährchen hier bei euch in dem Nest nicht? Und kenne alle Bräuche, die alten und die neueren, die guten und die schlechten, die echten und die falschen. Ja, aber es misst auf Dach nicht. Nein, weil das bis jetzt noch nie am Tod gehabt hat. Ja, noch nie. Ja, dann war's jetzt höchste Zeit. Schauen Sie, Herr Rat, das erste und das zweite Mal habe ich es ja sowieso noch nicht angezeigt, nicht? Man war ja selber einmal jung, man kennt ja die Sachen, nicht? Ah, das war nicht das erste Mal. Nein. Aber das dritte und das vierte Mal, da reicht's dann, schon langsam. Was? Ja, das ganze Zeug wollen wir wieder runterschaffen vom Dach, nicht wahr? Ja, und der Kamin dazu. Nein, ist das eine Arbeit gewesen? Ja, den Kamin haben wir nicht zugemacht, gell? Okay? Mir nicht. Hey, Reuer. Keine Privatspassetteln, meine Herren. Bitte schön, setzen Sie sich. Jawohl. Wachmeister, bitte den Zeugen Kottmeier Senior. Aber nein! Ich verlange die sofortige Einvernahme folgender Zeuginnen, und zwar Maria Meier, Anna Huber, Crescentia und Maria Oberndorfer. Das sind alles Dienstmägde bei Fieböck. Ja, ich habe nichts einzuwenden gegen die Aussagen dieser Fieböckschen Mägde. Viel wichtiger erscheint mir bei der Sache die Dürlinger Pfarrersköchin Ursula Attenberger. Die weiß etwas und kennt als Vorsitzende des Jungfrauenvereins die speziellen Hintergründe. Kein Gekicher, die Frau Ursula ist für euch alle noch eine Respektsaison, nicht wahr? Gut, also ich verzichte auf meinen Kottmeier, Sie mit freundlichem Ersuchen auf Ihre Feedback-Damen. Na, dann kriegt der Herr Justizrat seine Pfarrerskirchen. Wachmeister, bitte schön die Ursula Attenberger als Zeugin. Die Zeugin Ursula Attenberger, jawohl. Ja, ja, mein Freund Ursula, ich sag's oft zu unseren Leuten. Sag ich, seid's froh, sag ich, dass uns der Herrgott so eine gute und brave Pfarrerskirche hergeschickt hat. Das sag ich für oft. Das ist mir gleich, was du sagst, Bürgermeister. Ich sag grad eins, unser Jungfernverein duldet in der Fastenzeit gewisse ordinäre alte Bräuche nicht mehr. Die Zeugin Ursula Attenberger, Pfarrhaushälterin zu Dürling. Es gibt auch anständige Bräuche. Komm, was, Freund Ursula, wir sind dran. Ja, no. Was der Brauch ist, legt man hier ins Bett. Sauber. Die ist heute wieder geladen, wie eine Kanone. Da ist hart nicht zu sehen. Aber es ist nur der Dirndl, es treibt sich schon ein bisschen zu stark. Das ist nicht wahr. Wir treiben es auch nicht ärger wie anderswo. Und überhaupt ist bei uns der Kamin zugemauert worden. Ja, ja, da habt ihr recht. Das Kamin zu machen bedeutet gerade das Gegenteil. Demnach seid ihr hier ganz brave. Etwa gar zu brav. Meinst? Musst halt deinen Buben mal fragen. Wir sind gerade recht, sagt der Bauer. Sagt euer Bauer? So, ja, nachher. Nachher weiß ich, wer bei euch einen Kamin zugemacht hat. Herr Richter, da steht ja schon in der Heiligen Schrift, dass ein anständiger Bursch in der Fastenzeit nicht kammerfenstert. Aber es gibt leider Gottes in der Pfarrei Dürling allerweil Häuser, wo die Leiter nicht in Stadeln eingesperrt sind und wo man die Fenster von der Menschenkammer nicht vernagelt hat. Das ist sehr richtig. Wir Jungfrauen, wir wissen das ganz genau. Und wir können nur sagen, recht schicht's den Saubern, wenn er in der Fuhr der Mist aufdachend wird. Sowas ist ja direkt eine Wohltat. Fräulein Attenberger, das ist alles hochinteressant, gehört aber kaum zur Sache. Ja, freilich gehört es zu der Sache. Die Unkeuschheiten nehmen von Tag zu Tag zu und die Menschheit wird von Jahr zu Jahr schlechter. Ja. Da ist ja nicht bloß der Feedback, den man vor der Mist aufdachelt hat, da gibt es ja noch mehrere solcher Bauern in der Pfarrei. Ich weiß, Ihre nimmermüde Aufmerksamkeit richtet sich vorwiegend gegen die Unkeuschheit bzw. gegen das, was Sie dafür halten. Die meine gilt hier und im ganz Besonderen dem Kamin und dem Mist. Also, haben Sie gesehen, dass die angeklagten Burschen hier in der Nacht von
Was war's? 23. auf den 24. Februar eine Fuhre Mist auf das Hausdach vom Viehböck hinauf praktiziert haben. Wie es das angestellt haben, ist mir sowieso schleier. Mir nicht, Herr Richter, ich weiß nämlich alles. Und diese jungen Burschen, die darf man nicht verurteilen, die muss man freisprechen, indem sie für die guten Sitten gewerkt haben, ja, und gegen die Unkeuschheit. Solche jungen Leute muss man loben, gibt sowieso viel zu wenig von dieser Sorte. Ich sag das dem Herrn Pfarrer jeden Tag. Herr Pfarrer, sage ich, Frau Ursula, was Sie Ihrem beklagenswerten Herrn Pfarrer sagen, das ist mir wurscht, ich bin nicht so sanftmütig wie der, gell? Und ich möchte jetzt eine präzise Antwort. Haben Sie was gesehen, ja oder nein? Nein. Schätzen? Aber da könnte ich Ihnen noch ganz andere Sachen erzählen. Ja, die ganz anderen Sachen, die erzählen es anderen Leuten. Schätzen? Ja, heute jetzt hier auch noch zu den Saubären. Oh, Sie sagen es nochmal? Der wird verurteilt. Der hat die Fenster von seiner Mägdekammer nicht zurückgenommen, obwohl es der Jungfrauenverein verlangt hat. Der hat die Leiter nicht in Stadel eingesperrt, obwohl es unser Jungfrauenverein verlangt hat. Der kehrt auf die Anklagebank. In Unterrossing ist es sowieso am allerschlimmsten in der ganzen Pfarrei Dörling. Und beim Viehböck kommt jedes Jahr eine Magd in die Schand. Frau Ursula, damit hören Sie jetzt auf, gell? Lassen Sie es ruhig weiter schimpfen, die Pfarrer, Madame, das tut uns nichts. Derer Ihrer Schmerz tut meiner Ehrbarkeit gar nichts. Und der allergrößte Bazi ist er selber. Frau Ursula! Wenn man den Haderlumpen nicht hier und da vor der Mist aufdacheln darf, dann schlagt er bei dem jedes Jahr der Blitz euch. Einmal hat bei mir der Blitz eingeschlagen in meinen Saustall. Einmal. Und das ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her. Dann dank unserem Herrgott und dem Jungfrauenverein. Aber merkt ihr eins, Viehböck, in dem Hof, wo in der Fastenzeit gefenstert wird, da schlagt der Blitz ein. Man glaubt es nicht. Und unser Herrgott, seine Geduld, die dauert nicht ewig. Die meine auch nicht, Fräulein Ursula. Das ist ja haarsträubend, so ein Aberglauben. Noch dazu von einer Pfarrersköchin. Das ist jawohl. Oder es verreckt ein Ros. Jetzt sehen Sie es einmal selber, was das für ein Bus auf Zweimalheit ist. Was konnte ich dafür, wenn bei mir der Blitz einschlägt in meinen alten Saustall vor 8 Jahren? Und gefenstert wird bei uns in der Fastenzeit durchaus gar nicht. Und bei uns haben sie einen Kamin zugemacht. Und das bedeutet, dass wir ein anständiges Hauswesen sind. Hier unter Rossing, da ist ja die Unkeuschheit buchstäblich auf dem Haus drauf. Und noch niemals hat man beim Viehböck rechtmäßig einen Kamin zugemacht. Noch niemals. Fräulein Ursula, ich verordne Ihnen jetzt 10 Minuten Exerzitien. Und zwar strenges Stillschweigen im Sitzen. Herr Rat, das lassen Sie ja die Geschichte mal erklären. Das ist nämlich so. Wissen Sie, wenn in einem Haus Weiberlein zu brav sind, wenn sie also überhaupt nicht angeben am, ja, Kammerfenster, und das nicht bloß in der Fastenzeit nicht, wenn sie überhaupt nicht angeben, das ganze Jahr über nicht von lauter brav sein, dann passt das die Burschen natürlich auch wieder nicht. Das lassen sie Dinge, das kann man sich vorstellen, nicht? Wenn also in einem Haus lauter so überstandige und tugendhaftige Jungfrauen leben, dann machen die Burschen eines schönen Tages einen Kamin zu. Und uns haben sie zugemacht, und das wir. Ja, jetzt kapiere ich. Sie möchten also die Ehrbarkeit Ihres Hauses durch den zugemauerten Kamin bewiesen haben. Jawohl. Die Ehrbarkeit von meinen Dienstmägden und von meinen Töchtern, da feiert sie durchaus gar nichts. Ja, brav. Ja, da steckt ja ein ganz tiefer Sinn hinter diesem Prozess, so ganz im Hintergrund. Ja, das ist ja hochinteressant. Viehböck, wissen Sie nun mehr über diesen Brauch des Kamin zu Mauerns da? Na mei, was soll ich da sagen? Oft passiert das nicht. Da wird's wenig Hef geben, wo die Burschen einen Kamin zu machen. So. Gerade bei uns. Und gleich so, dass überhaupt nichts mehr brennt hat. Gar nie haben unsere Burschen bei denen einen Kamin zugemacht. Ich wüsste überhaupt in der ganzen Pfarrei kein einziges Haus, was wert war, dass man einen Kamin zumachen darf. Nur am Pfarrerkamin. Fräulein! Fräulein Ursula, wenn Sie die Exerzitien nicht einhalten wollen, dann müssen Sie opfern, bitte schön, in die Gerichtskasse, Ordnungsstrafe 5 Mark. Sie haben keine Sprecherlaubnis. Wir verhandeln nun schon eine ganze Weile und sind über allgemeine Betrachtungen nicht hinausgekommen. Ich lege keinen Wert auf die Ausführungen des Nebenklägers. Und die Zeugin Ursula Attenberger entpuppt sich geradezu als Zeugin der Verteidigung. Ich bewundere den Scharfsinn des Herrn Staatsanwalts.
Ich bitte allerdings um eine Vereidigung der Zeugin Ursula Attenberger. Ja, zünden Sie es nur, einer Kerzen, Herr Wachtmeister. Ich fürchte mich nicht. Na, na, wenn der Herr Pfarrer so viel Schneid hat, dass er der Freund Ursula den Eid abnimmt, ich nicht. Ich bitte um die Einvernahme der Dienstmägde des Viehböcks. Bitte sehr, bitte sehr. Na, jetzt komm ich dran. Wachtmeister, rufen Sie den Kottmeier Senior herein. Kottmeier Senior, jawohl. So, angeklagter Hirner. Vortreten, bitte. Vortreten? Jawohl. Ah, Sie haben gerade Ihren aktiven Militärdienst hinter sich. Ja, brav. Jawohl, ich war ein schwerer Reiter. Reiter, so. Ja, dann wissen Sie auch noch, was ein Rapport ist. Ne? Jawohl. Sehen Sie, das erwarte ich jetzt von Ihnen. Nämlich bei diesem Mistauftacheln, da ist mir Verschiedenes nicht klar. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wie das vor sich geht, dass man da so ein Fuder Mist, also mit allem Drum und Dran und mit der vollen Beladung, wie man das auf ein Dach aufpraktiziert. Und noch dazu, ohne dass das jemand spannt und munter wird. Nicht einmal der Hund abbeit. Ja, eben, das ist es ja. Schauen Sie, das interessiert mich, das möchte ich wissen. Das interessiert mich technisch, ich möchte fast sagen, wissenschaftlich. Ne? Also, schildern! Hirner, Rapport. Dieses ist eine Kunst, Herr Richter. Ich will die Burschen nicht verraten. Jawohl. Eine Kunst? Ach so. Ah, da müssen doch mindestens 4 Mann, ah, da kann man gar nicht davon reden, 4 Mann. So ein Stückere 10 müssen doch da zusammenhelfen. Noch mehr, 20? Hä? Mindestens. Mindestens 20. Ja, die haben es ja mehrer. Das ist ja Mordsarbeit. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, und jetzt sagst du, wie kommt jetzt dieser Mistwagen aufs Dach hinauf? Aber meine Herren, wie Sie eben schon gesagt haben, ist doch dieses Mistaufdacheln ein lustiger alter Brauch. Nicht wahr? Dann verraten Sie doch gar kein Geheimnis, da riskieren Sie doch gar nichts damit. Nur ich scheine es nicht zu wissen, darum interessiert es mich, darum möchte ich es gern wissen, erzählen Sie halt. Jawohl. Also, man zerlegt den Wagen, nicht? Und tragt die Langwied. Die Leiterbaum, ja? Und die Deichsel und die Radl, ja? Alles tragt man 1 Cent über eine Leiter auf das Dach hinauf, ah, und steckt es oben auf dem First wieder zusammen. Ach so, ja. Also klar, das kapiere ich. Ja, und wie kommt dann der Mist noch nach? Ja, man tut diesen in Schwingkörbeln hinein und tragt nach. Ah, Deppleder. Ja, tut mir leid, Hirner. Tut mir wirklich ehrlich leid, aber bei euch muss man manchmal so vorgehen, sonst kommt man zu nichts, nicht wahr? Das ist reine Notwehr. Ja, gut, daraus lässt sich ein Geständnis extrahieren. Sie können Platz nehmen, Hirner. Jawohl. Rimpfig. Herr Zeuge Kottmeier, Korbini und Bürgermeister und Ökonom, natürlich. Grüß Gott, Herr Rat. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Na, mein lieber Kottmeier, Sie kennen sich doch recht gut aus in den alten Sitten und Gebräuchen, gell? Übrigens, Sie brauchen gar keine Rücksicht mehr zu nehmen. So ist eigentlich schon vorbei. Die jungen Herren waren so freundlich und haben praktisch gestanden. Aber ich tät ganz gern mit Ihnen noch ein bisschen ratschen über diesen schönen, guten, alten, lustigen Brauch des Mistaufdachelns. Was halten denn Sie davon? Ich? Ja? Das ist nichts Strafmäßiges, Herr Rat. Das ist gerade ein Schabernack. Ach schon? Ah, Sie meinen, so eine Art Fehmegericht ist das? Nein, gar Haberfeldtreiber ist das nicht. Nur ein ganz ein kleiner Schabernack. Ein kleiner Schabernack, darf er sagen. Ja, und die Dorfplatten, die wir die Burschen zusammentreten haben, und die Arbeit, bis wir das vor der Mist wieder herumgehabt haben, und die Schande und der Spott, he? Dafür kann ich eh nichts, Jacke. Und mein Rosgecht, der war bald runtergefallen vom Dach. Und die Dachplatten, die zusammentreten, die kosten mehr als 200 Mark. Dafür kann ja eh nichts, Jacke. Und die Rufschädigung von meinen Weiberleuten, he? Da wird doch drei Pfarreien im Umkreis wieder einmal ein halbes Jahr lang geritten, nicht? Halbe noch besser, als wenn dir der Blitz eingeschlagen hätte. Herr Rat, darf der mein ehrbares Hauswesen da herin schlecht machen? Ja, ich sag ja gerade, was die ganze Pfarrei redet. Und ich leist jeden Eid, auf mein Hof find kein Mensch ein Lauter in der Fastenzeit. Ja, das haben Sie schon betont, Fiebig. Fast viel zu viel haben Sie das betont. Und außerdem haben wir einen scharfen Hund, gell? Ja, dagegen gibt's probate Mittel. Und eine Hündin. Und überhaupt kämen wir
auch einen schlechten Ruf nicht haben, weil sie den Kamin zugemacht haben. Ja, und das wird zugemacht. Sie muss heute noch husten. Ja, also das ist mir nun alles ziemlich klar. Herr Bürgermeister, was halten denn Sie von diesem alten Brauch des Kaminzumauerns? Ja, das haben die Burschen nicht da. Da drauf leistet ihr Neid. Ich brauche hier keine Eide, Herr Bürgermeister, sondern Beweise. Ja, das kommt schon noch. Erstens ist dieser Kamin erst eine Woche drauf vermauert worden. Und zweitens hat er den Kamin schon selber zugemauert, der Bazi, der ausgeschammte. Was? Ja, das stimmt schon. Selber hast du ihn zugemauert, den Kamin. Das musst du mir erst beweisen, Mandei. Das beweise ich dir schon. Da brauch ich bloß mein Mittertieren kommen lassen. Die Resel, die wo bis Lichtmess bei dir Mittertieren gewesen ist, die beweist dir schon, was du für ein Bazi bist. So, der Lei, jetzt gibt's noch einmal einen Prozess. Jetzt zeige ich dich auch wegen Ehrabschneidung und wegen Beleidigung. Ja, klar, noch. Der Bayerin traut dir nicht, die glaubt's. Ja, du Hodelump, du Schlechter. Und mich lass da blasen und blasen, dass ich halt noch ganz damisch bin. Kottmeier, Sie können sich auch setzen, bitte. Ja, ist schon recht, Herr Rat. Da sehen Sie es ja selber, Herr Rat. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt, dass bei dem Feedback noch niemals rechtmäßig ein Kamin zugemauert worden ist. Noch niemals. Und Sie bleiben auch sitzen, Fräulein Ursula. Himmel, Donnerwetter. Darf ich nun um folgende Zeuginnen bitten? Und zwar Maria Meier, Anna Huber, Crescentia und Maria Oberndorfer. Das sind die Dienstmägde von Feedback. Ja, jetzt schon. Obwohl, ich brauche jetzt nicht mehr. Ne? Aber es ist schon wurscht, gell? Also, Wachtmeister. Rufen Sie bitte die genannten Zeuginnen. Jawohl, Herr Rat. Ja, die Angeklagten haben praktisch das Milchauftauchen gestanden. Nicht? Bei der Kamingeschichte kommt sowieso nichts mehr raus. Wir könnten längst beim Essen in der Postbrauerei sitzen. Ja, es wäre doch zu schön, wenn sich die Unschuld meiner Mandanten doch noch erweisen könnte. Das dulde ich aber nicht, dass man diese Burschen verurteilt. Die müssen eine Belobigung kriegen. Na ja, na, schenken Sie noch heute Heiligenbüttel, oder? Die Mitte und Dritte denen beim Feedback zu Unterossi. Dankeschön. So, kommen Sie her. Na, na, ein bisschen geschwinder, meine Damen, nicht? Kommt heute näher, meine lieben Kongregationsjungfrauen. So, ihr seid gewiss recht fleißig und müsst tagüber hart arbeiten, gell? Dann seid ihr natürlich auf die Nacht und müde und schlaft ganz tief und fest. Ja, da könnt ihr natürlich nicht gehört haben, wie 20 Burschen bei euch einen Mistwagen aufs Dach aufgestellt haben. Die Burschen haben das da. Ja, selbstverständlich. Wer denn sonst tun soll? Das haben doch nicht die Burschen da. Das hat bei uns der Jungfrauenverein gemacht. Aus Neid und damit wir uns Ehre sollten. Wie war's, die Jungs noch? Quod erat demonstrandum, was es zu beweisen gab. Darf ich Sie noch mal bemühen, Frau Attenberger? Und eine Erklärung bitten? Ja, mein Herr Rat, mit Güte und Milde wird unser Jungfrauenverein nicht größer. Dann schon eher mit einem alten christlichen Volksbrauch. Ja, dann Ruhe. Verkündige das Urteil. Bitte aufstehen. Im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten, ergeht folgender Spruch. Die Angeklagten werden wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Na, hätten Sie was Besseres gewusst, Herr Staatsanwalt? Nein, eben. Die Sitzung ist geschlossen. Dürlinger Saubern. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Kennst du das, Herr Ökonomierat? Nein, das kenne ich nicht, ne? Wir sind das aber während der Verhandlung gezeichnet. Mist auftauchen. Ja, und Kamin vermauern. Na, super. Hat man das bei Ihnen schon mal gemacht? Nein, nein. Nein, das hätte mich auch gewundert. Eine liebe Zeit. Trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht.